Sommer am Bodensee. Die Bregenzer Festspiele haben begonnen. In diesem Jahr steht die Zauberflöte auf dem Spielplan. Das Werk von Wolfgang Amadeus Mozart ist eine der meistgespielten Opern der Welt. Einen Monat lang werden nun fast jeden Abend 7000 Besucher in die Bregenzer Arena kommen. Die Saison ist ausverkauft. Seit 2003 ist der Brite David Pountney Intendant der Bregenzer Festspiele. Er führte bei der Zauberflöte auch Regie. Die Grundidee ist, dass wir haben so ein primitives Welt gebaut. Das ist eine Insel, so wie man findet in ein altes Karte, wo man nicht gewusst hat, was dort eigentlich war. Und man hat so eine Fantasieinsel gezeichnet mit seltsamen Tieren und Monsters und Schlänge und so weiter. Die Zauberflöte als archaische, fantastische Märchenwelt. Nicht nur das Bühnenbild, auch die Kostüme folgen dieser Idee. Der Mund kann sich nicht frei genug bewegen. Die Puppen und Kostüme hat Marie-Jeanne Lecker entworfen. Wir werden es hier abschneiden und auch hier. Da an dieser Stelle stört es, stimmt's? Yes. Okay. Seit 1999 hat Marie-Jeanne Lecker immer wieder als Kostümbildnerin für die Bregenzer Festspiele gearbeitet. Das ist kein leichtes Stück und es ist natürlich eine Herausforderung, so etwas auf einer Seebühne zu machen. Gerade heute Morgen kam es mir wieder in den Sinn, die Zauberflöte ist ein bisschen wie Shakespeare, um es mal britisch zu sehen. Die Oper ist so bekannt, jedem ist sie vertraut. Papageno, der Vogelfänger, ist eine der Hauptfiguren der Oper. Das ist eins meiner Lieblingskostüme. Marie-Jeanne Lecker ist gebürtige Rumänin und lebt in London. Die international vielbeschäftigte Kostümbildnerin hat schon für das Bolschoi-Theater in Moskau, für die Salzburger Festspiele oder die Wiener Staatsoper gearbeitet. Also dann, euch eine gute Show, dass alles gut läuft. Technisch gesehen muss man zunächst beachten, dass sich alles unter freiem Himmel abspielt. Es kann regnen, dann der Wind. Alles muss widerstandsfähig sein. Für die Vogelfiguren zum Beispiel haben wir auch Netzstoffe genommen, damit der Wind durchgehen kann und sie nicht vom Wind weggetragen werden. All das muss man berücksichtigen. Ja, sehr zufrieden. Das ist sehr gut. Letzte Kontrolle in der Garderobe einer weiteren Hauptfigur der Zauberflöte, in einem von mehreren Kostümen, die Königin der Nacht. Wunderschön. Mir hat es gut gefallen. Bühnenbilder, Wahnsinn. Ja, war wunderbar. Von der Technik her sehr imposant. Ganz, ganz toll. Also die sängerische Leistung und aber auch die Gestaltung der Bühne einfach super, zauberhaft. Das Schlussduett von Papageno und Papagena. Für jene, die keine Karten bekommen konnten, gibt es Hoffnung. Die Zauberflöte wird auf der Bregenzer Seebühne auch 2014 gespielt. Mein liebes Teilchen, mein liebes Teilchen.